days has left many residents in some of the pair. Why are you doing this? Get off me! The pretties my little girl has given me! Ja, Leute, und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir sind zurück bei Resident Evil 7 Bennett Footage Volume 2. Ein Kapitel steht noch aus, was ich noch machen muss. Und das nennt sich Töchter. Und es geht darum wohl, ja, den Beginn der tragischen Geschichte der Familie Baker mitzuerleben. Warum es sich Töchter nennt, ich weiß es nicht. Also Clancy Javis musste eigentlich schon durch so viele Sachen mittlerweile durch. Was soll uns da noch erschrecken, ganz ehrlich? Vor allem das 21. Ich habe es nochmal für mich selber gespielt. Ich habe es dann auch geschafft. Und da gibt es noch einige Modis, die danach kommen. Es wird immer schwieriger. Unter anderem kommen auch Molditz dann noch mit rein. Total abgedreht. Also, wie gesagt, wenn ihr mehr zu 21 oder Blackjack sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare und wir machen gerne nochmal ein Video. Aber jetzt legen wir uns erstmal dem Thema Töchter zu. Ich würde sagen, wir starten einfach mal an. Mal gucken, was auf uns zukommt. Unwetter vor der Baker Farm. Vor 3 Jahren waren die Bakers nur eine gewöhnliche Familie. Sie hatten gerade ihr familiäres Abendessen abgeschlossen, den Regentropfen lauschend, die während des Essens gegen die Fenster prasselten. Ein friedlicher und stiller Moment. Ihr letzter für eine lange Zeit. Ja, das stimmt wohl. Die Bakers mussten echt viel mitmachen. Seitdem Evelyn in das Haus gekommen ist, oh, aber vielleicht verrate ich schon zu viel, vielleicht gibt es da Leute draußen, die Resident Evil 7 noch nicht gesehen haben, sich das gerne noch angucken möchte, dann will ich gar nicht weiter vorweg spoilern. Ich sage nur eins, es ist ein wirklich irres, aber verdammt irres und absolut geniales Abenteuer, was da auf euch wartet. Richtig geil. Ich habe es in den letzten 2 Wochen nochmal für mich alleine gespielt, nur in VR. Nochmal um ein Vielfaches intensiver. Hätte ich jetzt gar nicht so erwartet, aber es kommt richtig gut rüber. Ja, also total, ich bin immer noch von Resident Evil 7 total begeistert. Ein absolut toller Neustart, den Capcom da für seine uralte Serie gemacht hat. Richtig klasse. Ja, und bald erscheint ja, also gibt es auch schon Spekulationen darüber, dass es vielleicht eingestellt sein sollte oder auch nicht, man weiß es nicht so genau. Der 2. Teil als HD-Remake. Mal gucken, wann das soweit ist, aber erstmal sind wir bei Bennett Footage Volume 2 bei Töchter. Wir legen los. Okay. Zoe Baker, ja? Die Breaking News. Die Themen des Tages. Die rekordverdächtigen Niederschläge durch den Hurrikan diese Woche kommen bis morgen früh zum Ende, während der Sturm weiterzieht. Draußen im Golf suchen Rettungscrews derweil die Küsten nach einem vermissten Schiff ab. Nähere Infos über diese Suche in Kürze. Wie Sie wissen, haben die massiven Niederschläge der letzten Tage viele Bewohner in einigen der Gemeinden knietief im Hochwasser gelassen. Auf dem Wetterradar sehen wir, wie der Sturm gen Nordosten zieht und sich dabei abschwächt. Und bis morgen früh sollten wir in Darby in Sicherheit sein. Was Neues über den Schaden vom Sturm? Sagen Sie nichts drüber. Wir sind zurück. Oh nein. Mach auf! Hab noch einen. Oh, die Familie ist ganz normal. Cool. Das ist, glaube ich, den Zeitungsbericht, den wir schon kennen. Oh. UN-Sicherheitsrat verabschiedet den Antrag. Sie ist so jung. Ja, wie geht's Ihnen? Hilfe stationieren, okay. Ding. Lassen wir sie. Sie können ein paar Tage hier unterkommen, bis wir sie in die Stadt bringen können. Zoe, hol ein paar saubere Klamotten aus der Waschküche. Oh, sieht aus, als hätte es eine Ölpest oder sowas gegeben. Das ist Evelyn. Geben wir dem armen Mädchen saubere Klamotten und ein warmes Bett. Sie kann in Lucas altes Zimmer. Ach Mann, kannst du sie nicht woanders unterbringen? Lucas, sei still. Du benutzt das Zimmer schon lange nicht mehr. Ich wollte schon immer eine Pension leiten. Es ist eine Chance, was? Bring sie ins Bett. Ich mache eine Suppe fertig. Wie schön ist das, damit anzusehen? Suppennacht, meinst du nicht? Entschuldige, Lucas. Die Bakers ganz normal. Und das Unglück nimmt seinen Lauf. Sie haben Evelyn sind gefunden. Saubere Klamotten in der Waschküche, Schatz. Sie haben Evelyn gefunden. Saubere Klamotten? Okay. Ja. Wo sollen die sein? Ich sehe keine sauberen Klamotten. Tut mir leid. Hier geht's runter. Ein Dietrich, ja, nehme ich mit.
meine, so ganz normal. Naja, gut. Es ist halt mitten irgendwo auf dem Lande, ne? Was habe ich immer gesagt? In Buxtehude, Louisiana. Okay, ich habe einen Dietrich gefunden. Und die Bakers sind zu dem Zeitpunkt wirklich noch eine ganz normale Familie. Es sind noch ganz normale Menschen. Alles, komm hoch. Wir spielen also Zoe, ja? Die Zeit, dass wir mit Clancy gespielt haben, sind vorbei. Wahrscheinlich hat er einfach keine Lust mehr gehabt. Also ganz ehrlich, nach 21 hätte ich wahrscheinlich auch keine Lust mehr gehabt. Da bin ich ganz ehrlich. So, zu tun. Das Fenster im ersten Stock reparieren. Mit Sperrholz zunageln. Aha. Später den Glaser anrufen. Lukas Geburtstagsgeschenk. Elektrofeuerzeug. Zoe danach fragen. Mhm. Also scheint ein ganz normales Familienleben, was die Bakers hier geführt haben. Geh und bring dem Mädchen saubere Kleidung. Ja, das würde ich ja machen. Ich weiß nur nicht, du hast gesagt, hier in der... Hier in dem Raum soll die saubere Kleidung sein. Ich finde hier nur leider nichts. Warte mal. Da. Was ist hier drin? Super spannend. Man könnte sich schlimm daran schneiden. Ja, okay. Aber gut zu wissen. Ich habe mich nämlich die ganze Zeit gefragt, was so, in dieser Schublade... Sie kann nicht in den dreckigen Sachen bleiben. Ja, ich hole ja schon. Mom, ist ja alles gut. Ich muss mich doch hier wesentlich mal ein bisschen umgucken. Ich möchte das Haus mal ein bisschen erkunden. Zu einem Zeitpunkt, als es der Familie noch gut ging. Als sie noch normal waren. Zoe Baker, 4. Klasse. Ach, es ist so herrlich. Schön, dass es dieser Familie auch mal gut ging. Ja, aber das Unheil ist im Haus. Evelyn haben sie gerade gefunden. Okay, jetzt sollte ich wirklich keine Zeit mehr verlieren. Und Mom nicht böse machen. Ich gehe jetzt hoch. Da sind saubere Klamotten in der Waschküche, Schatz. Ach, in der Waschküche, ja. Natürlich. Vollhorst. Das ist die Waschküche. So, saubere Klamotten. Wo sind sie? Hier drin? Nee, das kann ja nicht sein. Da ist nichts. Da sind sie. Saubere Kleidung. Okay. Jetzt werden wir hier wirklich miterleben müssen, wie ein... von diesen pilzähnlichen Parasiten. Okay, warte mal, wenn ich mich richtig daran erinnern kann, war hier das Badezimmer gewesen, genau. Es ist sogar Wasser drin. Ich weiß nicht, warum man in eine Badewanne Wasser einlaufen lässt. Wenn man es da nicht nutzt. So, wo ist Evelyn untergebracht worden? Das ist der Raum der Oma. Der Großmutter. Nee, gar nicht. Die Großmutter gab es ja gar nicht. War nicht Evelyn die Großmutter hinterher? Ach, ich weiß es nicht mehr. Auch schon ein paar Tage her. Ich glaube, Evie war hinter die Großmutter. Jetzt müssen wir mal gucken, wo es jetzt lang geht. Das ist, glaube ich, mein Zimmer. Da ist er. Schatz, bitte mach sie sauber und zieh ihr trockene Sachen an. Ich muss mir das Bootshaus ansehen. Es stand schon halb unter Wasser. Ja, Daddy. Es tut wirklich gut, Jack Baker so gesund und wohl aufzusehen. Das war ja hinterher nicht mehr der Fall, leider. Und da ist sie. Da ist sie. Okay, Kleine. Machen wir dich sauber. Das Ex... Sie gehören mir. Was? Das Experiment der Umbrella Corporation. Unter Garantie. So, Feuerzeug an und aus, ja? Wo ist sie hin? Daddy? Ist der Strom ausgefallen? Mach dir mal die Kerzen an. Ist der Blitz eingeschlagen? Das könnte natürlich schon sein. So, ich gehe mal runter. Warum
Warum sind denn hier bitte Türen abgeschlossen? Was macht das denn für einen Sinn? Okay, hier ist niemand. Sie gehören mir. Wo ist das kleine Mädchen hin? Oh, Zoe, jetzt willst du vielleicht gar nicht wissen. Oh, oh. Was war das? Wir finden es heraus. Komm, runter. Oh, Scheiße. Margaret, ich meine Mom? Lucas! Lucas? Was ist passiert? Bist du in Ordnung? Sieht nicht danach aus. Ich höre Margaret. Was zum Teufel ist hier los? Oder Mom, wie auch immer. So, ich glaube, das war's mit deiner Familie gewesen. Das war noch eine ganz normale Tür damals. Okay, Lucas, Februar 2013. Und da, Jack und Margaret Baker. 25. Hochzeitstag. Na, herzlichen. Okay, Dad wollte irgendwie... Was hat er gesagt? Tür ist verschlossen. Jack wollte irgendwie zum Bootshaus gehen, hat er gesagt, ne? Was soll ich machen? Wie geht's hier weiter? Okay. Hier ist auch niemand. Ja, dann runter in der Garage. Mal gucken, ob es da irgendwas gibt. Oh, oh. Will ich das Ganze wirklich nochmal sehen? Will ich wirklich nochmal sehen, wie diese ganze infektiöse Geschichte hier nochmal losgeht? Okay, das Auto steht noch. Es ist aber nicht das Auto, was Jack... Das Seil sieht robust aus. Ja, schön. Schöne Erkenntnis. Okay, also hier kann ich nichts machen. Ich komme hier nicht raus. Aber das ist nicht das Auto, mit dem Jack hinterher in der Garage so verrückt abgegangen ist. Der liebt dieses Auto. Ja, das kann ja durchaus sein. Er wird wütend, wenn jemand anderes damit fährt, ja? Aha. Dann sollte ich mir das vielleicht echt verkneifen. So, wo lang? Wo lang denn bitte? Oben ist zu. Und hier ist die Tür, glaube ich, auch zu gewesen, oder? Hier lang kam ich ja zum Hinterhof. Ja, aber was war der Auftrag gewesen? Was sollte gemacht werden? Es sollte oben im ersten Stock irgendwie das Fenster mit Brettern vernagelt werden und danach der Glaser angerufen. Ergo, müsste doch eigentlich oben irgendwo ein Fenster sein, durch das ich ohne weiteres rauskomme, oder? Okay, im ersten Stock das Fenster reparieren mit Sperrholz und später soll der Glaser angerufen werden. Also irgendwie komme ich hier oben raus. Irgendwie komme ich hier oben raus. Ich weiß. Ich weiß. Ganz genau. Du Scheiße. Alle sind willkommen. Mom? Mama, bist du das? Das ist mit Sicherheit nicht mehr Mama. Komm und schau. Schau ihre Gabe an. Sie spricht schon so komisch. Schau all die Hübschen an, die meine Kleine hier gegeben hat. Scheiße. Oh Gott.
Dad! Pech mich, Liebster! Mann, was zum Teufel? Geh zur Garage! Hol ein Seil! Jetzt, los! Okay, ich weiß, welches Seil du meinst. Oh, scheiße. Ob das Dad schafft? Ich glaube nicht. Ich glaube, Jack kriegt das nicht hin. Zwing mich nicht zu was, das ich später bereue. Jetzt ist das Tor hier wieder unten. Ich hoffe, ich komme nicht zu spät. Kann ich das irgendwie noch abwenden? Was ja eigentlich gar keinen Sinn ergeben würde, weil dann dürfte es ja Resident Evil 7 gar nicht geben. Unterwegs, Daddy. Okay, komm, Zoe. Dass du so laufen nennst, das ist ja mal furchtbar. Schneckenlahm. Okay, ich höre sie noch. Sorge, es ist viel schlimmer als es aussieht. Oh nein. Die Krankheit kommt gleich nach Gottes Wort. Und deine Mutter ist gerade nah dran, ihn zu treffen. Sie will, dass ich das mache. Oh, Scheiße, nein. Jack. Ich muss ihr zeigen, wie er geht. Sie will, dass wir ihr alle unsere Liebe zeigen. Daddy. Du willst sie doch nicht enttäuschen, oder? Ach, du Heiliger. Wem redest du da? Deiner neuen Schwester Evina. Okay. Wenn ich nach einem Seil frage, erwarte ich ein Seil. Ich muss dir wohl eine Lektion erteilen. Daddy, war gar nichts. Was ist denn nicht gefahren? Solange du unter meinem Dach bist, tust du, was ich sage, hörst du? Geh weg! Komm, Riegel vor. Das Seil. Okay. Ich muss hier irgendwie raus. Einen ganz kleinen Vorsprung verschafft. Da. Ich kann das nicht öffnen. Ich brauche irgendwie eine Gabel. Irgendwas dergleichen. Hier ist nichts drin. Eine Gabel oder irgendwas, womit ich... Hör auf! Ein Messer, eine Zange. Da, eine Gabel. Und dann laufe ich. Und dann schnaufe ich, verdammt. Daddy... Jack, komm, hör auf. Er ist schon da, scheiße. Jack, du tust doch deiner eigenen Tochter nichts, komm. Mach nicht so einen Mist. Du tust doch deiner eigenen Tochter jetzt einfach nicht irgendwas an, oder? Was? Sie zu verstecken? Ah, shit. Alter. Oh nein. Los, Süße, willst du nicht mit deiner neuen Schwester spielen? Ehrlich gesagt nicht. Alles klar, also ich darf mich wirklich nicht erwischen lassen. Puh. Ja, was soll ich dazu sagen? Wir starten neu, natürlich. Wir wollen es auf jeden Fall versuchen, hier rauszukommen. Wenn ich nach einem Seil frage, erwarte ich ein Seil. Ich muss dir bereit sein. Das Spiel ist relativ fair vom Rücksetzpunkt. Was ist denn nicht gefahren? Solange du unter meinem Dach bist, tust du, was ich sage, hörst du? So, jetzt aber schnell. Die Gabel ist hier vorne. Ich muss hier irgendwie raus. Kein Thema. Ich helfe dir. Hier ist nichts drin, komm. Zoe, mach diese Tür auf. Ich werde einen Teufel tun, Jack. Geh weg! Ich werde einen Teufel tun. Noch ist er nicht da. Hör auf! So, komm durch. Okay, da sind wir. Wie geht es jetzt weiter? Lukas! Er hat sich Lukas geschnappt, aber ist egal, komm her. Der Weg nach unten, hoffentlich ist er frei. Oh, Scheiße. Oh, Kacke. Margaret,
Fahr doch zur Hölle. Fahr zur Hölle. Du siehst Familie mich nicht. Geht vor, wie ich immer sage. Was mache ich jetzt? Ich muss doch hier irgendwie lang. Sie ist nur einsam, Zoe. Und wir müssen sie beschützen. Und sie spuckt schon ihre ganzen komischen Freunde aus hier. Schmetterlinge, ich glaube eher Motten sind es. Ich glaube das nicht, dass das Schmetterlinge sind. Ich glaube, das sind Motten. Margaret, komm weg da. Ich muss doch raus. Ich muss doch raus. Da vorne hin. Zum Ausgang. Zoe? In der Hoffnung, die Tür ist noch offen. Komm, du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Zoe! Jetzt fehlen hier die Reliefs, ja? Oh Mann, ey. Ich werd bekloppt. Ist zu. Bist du da? Nein, ich bin hier nicht. Ich bin hier nicht. Unmöglich. Die ist so wahnsinnig. Die ist so wahnsinnig. Zoe! Ich bin doch gar nicht hier. Oh, shit. Sind die kaputt, ey. Wie kann man nur so kaputt sein? Ich mag keine Schleicher. Hier geht's auch nicht lang. Jetzt bin ich überfragt. Wohin muss ich? Jetzt bin ich schon mal hier oben. Und komm hier nicht weg. Scheiße, Mann. Die Tür ist nämlich auch zu da oben. Klasse. Oh, diese Evelyn. Sie ist so ein süßes kleines Ding. Ja, sie ist ein unglaublich süßes kleines Kind. Die absolute Hexe schlechthin. Aber macht ja nichts. Komm raus und triff sie. Die ist so wahnsinnig, die ist so bekloppt, ey. Die lässt mir aber auch keine Chance. Ich sehe dich, Süße. Nein, du siehst mich nicht. Hör auf. Hör auf, du siehst mich nicht. Beruhig dich. Du willst noch keinen Unfall haben, oder? Nach Möglichkeit nicht, Mom. Ich werde dich kriegen. Entriegelt. Ah, shit. Komm, reiß dich los. Alter. Tu doch was, Evelyn! Komm hierher! Jack! Übel! Wie fies! Was ist denn los, Süße? Willst du nicht mit deiner neuen Schwester spielen? Ehrlich gesagt, nein. Immer noch nicht. Okay. Diesmal hat mich Mom gekriegt. Mal gucken, wo mich das Spiel jetzt zurücksetzt. Hier ich oben. Muss hier raus. Okay. Ich versuche es. Ich versuche es ja. Sie ist nur einsam, Zoe. Und wir müssen sie beschützen. Ob Evelyn einsam ist oder nicht, das interessiert mich nicht die Bohne. Ich sehe dich, Süße. Oh nein, bitte nicht schon wieder. Mom, lass das. Ich werde dich kriegen. Mom, lass das! Ich bin schneller als du, Süße! Ich glaube nicht! Du bist schon verdammt alt! Oh, sie kommt wirklich hinterher! Sie ist wirklich direkt hinter mir! Oh, scheiße! Komm zurück, du böses Mädchen! Sie ist wirklich direkt hinter mir! Komm zu Mama! Ich komm nicht zu dir! Ich hau ab jetzt! Ah, sie hat mich schon wieder. Was mache ich denn? Wie entkomme ich der denn, dieser Wahnsinnigen? Jack!
Lass doch Dad auch so spielen. Was ist denn los, Süße? Willst du nicht mit deiner neuen Schwester spielen? Na Spitze. Wie komme ich hier raus? Also unten komme ich lang? Ich muss hier raus. Das würde funktionieren. Und hier fehlen mir leider Gottes immer noch dann... Komm raus und triff sie, Zoe. Warum steht die immer da? Immer da, wo ich hin will, steht sie. Die Wahnsinnige. Los, Margaret, komm, verschwinde. Komm, Margaret, hau ab. Jetzt kotzt sie schon wieder ihre ollen Motten. Los, Margaret, zisch ab. Zoe! Sie ist so wahnsinnig. Hier ist nichts drin. Ah. Schnell weg. Der Schrank. Kann ich da ran? Kann ich nicht. Zoe. Schnell entriegeln. Sorry. Oh nein, hat sie mich schon wieder gekriegt. Tut mir leid, ich weiß nicht was. Das ist doch nicht euer Ernst. Mir nicht stimmt. Mama. Geh bloß weg. Fass sie nicht an. Ich versuche es, komm. Meiner Familie nichts. Ich verstehe nicht, Mama. Was ist los? Her, nimm ihn. Nimm ihn. Was ist das für ein Schlüssel? Geh. Wofür ist der? Keine Sorge, Mama. Ich gehe Hilfe holen. Wenn ich wüsste, wofür der Schlüssel ist. Vor allem, wo ist sie jetzt hin? Ach, da liegt sie noch. Okay, wir sollen also Hilfe holen gehen, ja? So, warte mal. Der Schlüssel ist für was? Autoschlüssel. Perfekt. Jetzt muss ich nur Jack entkommen. Jack war gerade hier noch mit Lucas beschäftigt. Die Tür ist abgeschlossen. Mit ein bisschen Glück ist er noch drin. Runter in die Garage. Och, nicht ernsthaft, oder? Das ist doch nicht dein Ernst. Wie komme ich jetzt runter? Ich habe die Tür nur entriegelt, aber es gibt doch keinen Weg nach unten, oder? Übers Fenster vielleicht? Kann ich da irgendwie... Nee, kann ich ja nicht. Wie soll ich denn da runterspringen? Geht ja gar nicht. Das ist doch schlecht. Das ist doch richtig schlecht jetzt. Komm, erstmal Licht an. Erstmal ein bisschen Licht an. Okay. Mom, ich habe keinen blassen Schimmer, wie ich hier rauskomme. Die Frage ist nur, warum hat sie sich jetzt ein Herz gegriffen und mir geholfen? Währenddessen sind sie zweimal zuvor... Mich hat einfach stehen lassen, mich einfach gegriffen hat. Ach, jetzt ist die Tür offen, ja? Okay. Gerade stand nur ein Riegel und ich konnte nichts machen, aber jetzt ist es anscheinend wirklich offen. Warum passiert das? Zoe! Oh nein! Gib ihn her! Zoe, ich hab nach dir gesucht. Hör doch auf! Ihr verarscht mich doch! Schnell! Schnell! Das Traurige ist, sie wissen ganz genau, wo ich bin. Das ist so ätzend. Nein, sei still! Du bist nicht echt! Mit wem redet er da? Oh Gott, hoffentlich komme ich hier jemals raus, ey. Daddy. Aber Zoe dürfte es ja eigentlich nicht geschafft haben. Denn sie war ja bis zum Schluss im Haus gewesen. Das heißt doch, vielleicht hat sie es ja wohl geschafft.
Komm schon raus, Zoe. Scheiße, da ist er. Vielleicht hat sie den Cop ja gerufen. Ich höre dich. Du hörst niemanden, Jack. Ich bin nämlich gar nicht da. Scheiße, wo ist er? Ich hab dich gefunden. Nein, nicht ernsthaft. Nicht ernsthaft, bitte nicht. Mach doch keinen Scheiß, Jack. Scheiße, scheiße, scheiße. Er hat mich. Daddy, hör auf. Bitte. Alter. Da schlägt er so seine Tochter nieder. Ist das krass. Okay, ist also ein richtiges Trail and Error, ja? Ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Bin mal gespannt, wie lange ich brauche jetzt. Was ist denn los, Süße? Willst du nicht mit deiner neuen Schwester spielen? Nein, immer noch nicht. Okay, halbe Stunde bin ich schon dabei. Und ich bin eigentlich schon kurz vorm Ende, vermute ich jetzt zumindest mal. Die Frage ist halt jetzt wirklich nur... Warum passiert das? Was muss ich noch tun? Okay, direkt geradeaus weiterlaufen. Da bist du. Geradeaus weiterlaufen, so. Das war im Spiel ja so eine Art Safe Room. Da konnte auch nichts passieren. Du hast dich da immer gern versteckt. So, erstmal wieder Licht an. Man sieht ja gar nichts. Nein, sei still! Du bist nicht viel mehr. Daddy. So, wir sind wieder da. Also ich lasse auch alles drin. Ich schneide hier nichts raus. Meine ganzen Fehlversuche könnt ihr euch gerne angucken. Da bin ich nicht so. Okay, komm, Jack. Scheiße. Was fällt dir ein, Zoe? Du gehst nirgends hin. Komm, geh raus, geh raus. Jetzt geht er da lang. Das ist doch ätzend. Zoe! Du bereitest deiner Mutter Sorgen. Ich hab dich gefunden. Schluss mit dem Herumrennen. Komm, schnell verstecken wieder. Schnell runter. Okay. Ich komme hier raus. Ich komme hier. Ich hätte euch ein Verhalten von Lucas erwartet, aber nicht von dir. Lucas ist richtig, richtig gefährlich geworden, seitdem er infiziert ist. Komm, jetzt biegt doch mal rechts ab. Er biegt immer links ab. Er biegt permanent links ab. Richtig scheiße. Ich höre dich. Was? Spiel zu verstecken? So, ich bin unten. Er hat mich nicht gesehen. Auf die Luke. Komm, komm, komm. Komm schon. Mach hin, mach hin. Mach hin. Okay, komm. Jetzt schnell rein. Sieh zu, raus hier. Schon. Komm, lass es klappen. Und Kette. Oh nein. Evelyn. Alter. Willst du nicht deine kleine Schwester treffen? Ehrlich jetzt gesagt, bist nicht. Du einfach unhöflich. Nein. Alter. Hast du nicht? Ist das krass. Unhöflichkeit. Ist das krass. Echt harter Tobak. So, dies ist eine Möglichkeit, wieso es Kampf hätte ausgehen können.
aber selbst ein einziger abweichender Schritt kann manchmal alles verändern. Okay, sie konnten Zoe nicht zum wahren Pfad führen. Also es gibt also mehrere Wege, wie man das Ganze machen kann. Ich vermute mal, man kann auch dementsprechend wirklich entkommen. Das ist eine Möglichkeit, wie Töchter ausgehen kann. Aber immerhin. Leute, ich sage, habt Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Däumchen und einen Kommentar. Das wäre richtig klasse zu hören. Und wenn ihr meint, ich soll da unbedingt nochmal beigehen und würde da vielleicht mal eventuell einen Streaming-Abend draus machen, dann schreibt es mir in die Kommentare, dann gucken wir uns das gerne mal an. Aber erstmal sage ich danke, macht es gut, euer Alien Hunter vom PLP Gaming. Bye.